Standardmethode nicht mehr durch Türen, sondern durch Fenstern. Aber ich glaube, die Viecher können auch durch die Fenster hüpfen, ne? Gut, bei einigen Spielen können die das nicht. Okay. Ah ja, soweit. Boah, gerade mal 5 Minuten her. Und schon vergessen, wie es geht. Ja. Okay, das ist blöd. Wie sind denn das Ding hier? Damit kann man auch prügeln. Benzin, ganz gut. Aber ein Nest. Naja. Wir könnten es reinwerfen. Aber. Okay. Sofort zu treffen ist halt immer so eine Sache, ne? Seht ihr? Es mangelt uns nämlich Fett an Flaschen. Ja, ja. Wir haben zwar hier eine vom Mikrofon, eine Flasche, aber die können wir nicht füllen. Würde ich mir fast sogar zutrauen, das zu machen. Aber nur fast. Ach komm, Backpack-Schrank, da kriegen wir doch bestimmt was raus. Da eine Schippe. Okay, haben wir. Hier finden wir bestimmt auch noch mal ein paar Flaschen. Ja, wie es aussieht, war hier mal ein Flüchtlingslager oder Häuschen. Ja, wo die Leute sich halt erstmal ein bisschen verschanzt hatten. Sinn. Na. Also macht wirklich Sinn. Würde ich nie anders handhaben. Gästebuch. Auch gerne ein paar Dietriche. Oder ist es ein Skill, den wir brauchen?
wir doch gucken. Na, wir können eh wieder einen verteilen. Bestimmt hier. Können wir alle kaufen. Ja, Anzeigedauer. Aha. Was ist das hier? Hebt in über Gegner hervor. Das ist auch nicht schlecht. Doppelt so viele Pflanzen ist auch nicht verkehrt. Weniger Lärm auf jeden Fall. Ja. Erhöht die Menge an Fleisch. Ja komm, Schlösser knacken müsste das schon viel eher sein. Das sieht nicht so aus. Erhöht den Schaden. Ausdauer wieder her. Die Fähigkeit, längere Kombos mit Nahkampfwaffen auszuführen. Erhöht den Schaden, den Nahkampfwaffen. Ja, zum hier. Schnelle Rollen zu erholen. Aha. Auch nicht schlecht. Aber wir haben keinen Skill dafür. Wir machen erstmal den. Mehr Schaden ist schon gut. Jetzt haben wir auch bei Fernkampf. Konzentrieren. Ziel in Bewegung für Sie damit eine. Die Fähigkeit. Achso. Verbessert über die Erholung. Erhöht den versuchten Charme durch Armbrust erheblich. Okay. Auch nicht schlecht. Aber ich glaube, wir gehen eher auf Nahkampf und Überleben. Finde ich den doch ein bisschen sinnvoller. Nichts rum. Was stimmt denn nicht mit den Leuten? Haben die alles weggeklaut? Zu Affen. Können wir hier noch was machen? Nö. Nö. Nein, nein. Benutzen will ich nicht. Nee. Das kann man auch nicht machen. Missionsfall. Dann gehen wir mal nach oben. War ja mal gar nicht so. Hier nicht, da nicht. Nö. Gott. Hier nur so eine scheiß Brechstange da. Hier, dagegen. Ist das zwar keine Brechstange, aber damit kann man bestimmt gewisse Dinge brechen. Und hier, dann top, geht auch. T-Shirt war auch nicht schlecht. Oder ein Kleid. Wer weiß, vielleicht treffen wir hier noch eine Dame. Oh ne, wir sind ja noch traurig wie unserer. Ja, gut, ich glaube nicht, dass sie tot ist.
Das muss man hier noch ein bisschen mehr haben. Also. Ups. Ups. Ja. Okay. Hat doch nicht. Ah, coole Kronleuchte. Da hinten ist ein Camp. Und hier haben wir was mit Löwen. Ach ja. Da gehen wir auch gleich hin, aber ich will hier Zeug haben. Okay, hier waren wir wahrscheinlich auch schon. Okay. Denn nicht. Ich finde es zwar jetzt ein bisschen beschissen. Ohne Nahkampfwaffe, aber... Was soll man machen? Tucker, Alkai. Drüben, bei der Grabung. Bei welcher, verdammt? Im Norden. Da hinten. Fasst jemand meine Maschine an? Das Gepäck. Breche ich dir die Finger. Ist ja gut, Mann. Alter. Ja, wir haben schlechte Erfahrung. Norden daran. Die haben. Oder die da. Oh, die sind alle toll. Ich, ich will haben. Habt ihr einen Knüppel? Ich bräuchte einen Knüppel. Bin gleich zurück. Seh mich mal um. Ich nutze viel zu selten unseren Instinkt-Dings da, ne? Das sollte ich meinen. Ich sag's doch. Ja. Wo du auch hinsiehst. Ein riesengroßes Lavafeld. 7 Meter dickes Gestein. Man bräuchte Presslufthämmer. Ach, halt mir doch keinen Vortrag, Gottverdammt. Ich hab's kapiert. Nein, hast du nicht. Aber diese Leute haben Hunger. Selbst wenn sie bei Kräften wären, bräuchten sie Monate mit Hacke und Schaufel. Ist mir scheißegal! Wir haben alle Hunger, Al. Aber wir müssen es schaffen, auch wenn es ein ganzes Jahr dauern sollte. Schließlich haben wir ja sonst keine Termine, oder? Warte. Eins noch. Dann fass dich kurz, okay? Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Ripper, heute Morgen. Einer meiner Männer sah eine große Gruppe auf dem Pass. Und niemand hielt sie auf? Wie denn? Tucker, wir gehen schon auf dem Zahnfleisch. Komm in die Richtung Norden. Al. Sind Sie hierher unterwegs? Ja oder nein? Ich weiß es nicht. Vielleicht weiß er's. Hä? Was zum Teufel soll das heißen? Hä? Was soll das, hä? Verdammt, Elkai. Es ist nicht seine Aufgabe, das zu wissen, sondern deine.
Ich kann nicht überall gleichzeitig sein. Soll ich hier deine Ausgrabung leiten? Oder soll ich in die Außenwelt? Ripper jagen. Check im Lager, wie viel Munition wir haben. Ich übertrage Wheeler die Ausgrabung. Was klotzt du so? Ja, ich frage mich, ob du auch ein Hirn hast. Stopp! Hast du Leon gefunden? Wenigstens einer, der hier etwas gebacken kriegt. Ja. Ich nehme dich mit. Wann hast du zuletzt jemanden aufgespürt und hergebracht? Die Leute, die jetzt noch da draußen sind, sind nicht gerade die Art von Leuten, die du jetzt hier haben willst. Das Fieber hat noch zwei erwischt. Das ist nicht mein Problem. Du willst unser Essen? Dann ist es dein Problem. Wie gesagt, wir besorgen dir Sachen, aber wir ziehen nicht in dein blödes Camp. Wie war das noch? Ich bin ja vergesslich. Warum nicht? Weil es Zeitverschwendung ist, Tak. Da spricht der Optimist. Wo ist Boozer? Er sagte, er wollte zu Copelands Camp rüber und was gegen Fische eintauschen. Macht ihr jetzt gemeinsame Sache mit Copeland? Ist sein Camp näher? Es ist nicht näher oder weiter. Hey, ich bin nicht Boozers Aufpasser. Er macht, was er will. Scheiße. Ihr lasst diesen Haufen Tag und Nacht brennen? Wir haben hier viele Freaker-Leichen, dank Leuten wie dir, die ihre Arbeit machen. Also ja, wir lassen es brennen. Nehmt mehr Benzin. Brennt schneller, weniger Qualm. Weil wir ja so viel davon haben. Wenn es gebraucht ist, was willst du dann in dein Bike füllen? Deinen Schweiß? Was zum Teufel ist hier los? Hier stimmt was nicht. Im Lager fehlen Essen und Munition. Scheiße. Wer hatte letzte Nacht Wache? Wheeler. Verdoppelt heute die Wachen. Allmählich habe ich die Schnauze voll. Alles klar. Ärger im Paradies? Wie gesagt, ein Camp ist wie ein Gefängnis. Eine Bande von Faulpelzen, Dieben, Vergewaltigern und Mördern. Und weißt du wieso? Keine Ahnung. Weil wir genau das sind, die Freakshow. Es haben nur die überlebt, die härter und brutaler als die Freaks sein können. Der Rest ist hier und hofft, dass ich sie füttere, beschütze und wärme. Sie sitzen auf ihrem Arsch und gucken dem Weltuntergang zu. Du, sofort zurück an die Arbeit. Zwing mich nicht, Cyrus zu holen. Faulpelze. In ihrer freien Zeit können sie machen, was sie wollen. Aber der Tag gehört mir. Das Camp zu leiten ist wie ein Gefängnis zu leiten. Ich weiß nicht mehr, was du erzählt hast. Du warst was? Warst du Aufseherin oder so? So wichtig war ich nicht. Ich war Oberin im Frauenflügel. Du siehst auch wie jemand aus, der schon mal gesessen haben könnte. Damals. Warst du mal im Knast? Ich hatte zwar ständig Ärger, bin aber nie dort gelandet. Ich habe einen Job für dich. Larsen war gestern auf Tour. Er kam durch Marion Forks und sagt, da war jemand. Eine junge Frau vermutlich. Aber er sah sie nur kurz. Als er angehalten hat, war sie verschwunden. Hey, ist er sicher? Larsen hat genauso viel Erfahrung wie du. Er weiß, womit er es zu tun hat. Und du hast ein Talent für sowas. Fahr hin und finde sie, bevor die Freaks es tun. Mal sehen, was ich tun kann. Aber hör mal, Tak, ich will meine Punkte. Für Leon. Bring mir mehr Leute, dann kriegst du mehr Punkte, als du ausgeben kannst. Und jetzt? Ich muss Wheeler suchen. Er wird die Nacht in der Hütte verbringen. Okay. Kann ich dir helfen? Hast du was gesagt? Na, guck mal, da haben wir Waffen. Da haben wir... Keine Ahnung. Beute. Kann man eigentlich sehen, was wir hier kriegen? Schaut jetzt nicht so aus.
Können wir einsehen? Inventar. Ausstattung, Vorräte, Material? Nö. Vorräte, Ausstattung. Okay. Ja, ich weiß nicht, ob wir Koblenz aufbessern sollen oder hier. Ich meine, das war jetzt schon ein bisschen scheiße, was die da gemacht hat. Aber... naja. Ich meine, ich bin mal ehrlich. Wenn die nur rumlisten und Essen kriegen, dann... naja. Wir müssen doch was machen. Brauchst du was? Alkai. Was willst du, Düfter? Was ist dein Problem? Einer von uns entkam aus einem Ripper Camp, drüben bei Iron Butte. Gefoltert, wie üblich. Aber diesmal fragten sie ihn nach zwei Bikern, zwei Männern, ob er die beiden gesehen hat oder so. Hier gibt's viele Biker. Was hat das mit mir zu tun? Der Ripper nannte sie Mongrels. Wie viele Drifter tragen hier noch ihre Kutten? Als ob das was bedeutet. Ich glaube, dein Kopf ist bares Geld wert. Wie fühlt man sich auf der anderen Seite? Ey, warum zeigst du mir nicht, was du hast? Ich habe keine Zeit für deinen Scheiß. Wie du meinst, Dick. Ah. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Aha, Schlittmunition, alles voll. Verbesserung. Das ist gesperrt. Leck mich doch. Okay, hier kommt unser Schrank. Na los, an die Arbeit. Alter. Das ist auch nicht schlecht. Erforderlich Stufe 2, okay. Schlechter Zustand. Okay, also in diesem Blau oder bläulich. Haben wir guten Zustand. Dick, alles klar? Ja, ich such doch noch, du. Okay. Ach Quatsch, da waren wir doch. Toll. Okay, ich verstehe schon. Ja, du hast nur Schrott. Obwohl, eine Schrottbinde, die gefällt mir, die würde ich gerne haben. Da habe ich aber noch nicht. Haben wir noch einen Biker? Oh Mann. Ey, was geht? Red mit mir. Es dreht. Entschuldigung. Also, mit einem von euch muss ich doch reden. Ey. Schluss damit. Ich hab nichts gemacht. Hey. Ach, Scheiß. Na toll. Aber ich kann hier nichts machen. Schön. Bin gleich zurück. Ich geh spazieren. Jetzt muss ich nur noch überlegen, wem ich die gebe. Oh, okay. Ah. So, die Drogen zu Tucker bringen. Alkai verkauft Waffen, die besser sind als deine. Das ist schon mal gut. Die Drogen zu Koblenz bringen. Manny hat versprochen, deine Rostlaube wieder fortzumachen. Ja.
Ah, Waffen sind mir lieber. Mit dem Ball kommen wir ja so oder so weg. Außerdem, er hat ja versprochen, dass es jetzt keine Gegenleistung, die wir denn bringen müssen. Also machen wir Tucker. Wenn ich nach Norden will, dann brauche ich bessere Ausrüstung. Okay, Tucker. Hey, Tuck. Hast du die Drogen von Leon? Ja, ja. Cope wollte sie unbedingt haben, aber ich weiß, wer meine Freunde sind. Da liegst du richtig. Geh zu Erkai. Dieser Larsen hat ein paar Gewehre und Flinten besorgt. Vielleicht ist doch was für dich dabei. Geile Sache. So, wo war der Typ erst wieder? Da hinten irgendwo. Ja, wir sind freundlich. Da war er. Okay. Es geht. Camphändler, wir brauchen Waffen, Munition und Vorräte. Wenn du genug Vertrauen und Punkte hast, auf höheren Vertrauensstufen schaltest du neue Objekte frei. Wenn du eine Waffe kaufst, wird sie automatisch deinem Waffenschrank hinzugefügt. Das ist eine verdammt gute Information. Okay. Wie kaufe ich den denn jetzt? Ach, im Inventar war das voll? Stimmt was nicht? Doch, alles okay. Gut, die könnten wir kaufen. Wir brauchen Stufe 2. Hier ist Stufe 3. Na gut. Okay, ich verstehe schon. Bis dann. Ja. Oh ne, das wollen wir nicht. Ich will das nächstgelegene haben. Stories. Aktiv. Ich glaube, das hier war's. Nö. Wir hatten hier noch eine andere Mission. Ach so, stimmt, es war das. Fahr los, um einen Job in Koblenz, ja. Okay. Also sollten wir nicht irgendein Mädchen sammeln? Also, so waren wir doch. Wir sollten irgendein Mädel aufsammeln.
Hey, wie läuft's? Wann gibt's gar nichts mehr, weißt du? So. Alles klar. Können wir noch was machen? Bike. Nö. Komm bald wieder. Ja, mal schauen. Wo ist mein Bike? Da. Hey, was brauchst du? Hey, was gibt's? Moment, dann können wir auch kurz zur Beute gehen. Hey, ich habe Usa lang nicht gesehen. Ja, er lebt noch. Ich glaube, er erledigt in letzter Zeit mehr für Copeland. Sag ihm, er soll seinen Arsch hochkriegen und was für mich tun. Ja, ich sag ihm Bescheid. Okay, hab sie. Mehr hab ich nicht. Oh, immerhin. Okay. Okay, jetzt haben wir 18 Uhr, okay. Denn... Die Arbeit. Warte. Ah, guck mal, Tee Tacker. Dann gehen wir gleich nochmal hin. Erstmal gehen wir schlafen. Ja, sind wir weit gerannt. Ich arbeitete in der Farewell-Schule, als plötzlich alle krank wurden. Starb. Kannst du dir das vorstellen? Ja, ich werde eine Weile meine Augen schließen. Wunderschönen guten Morgen. Ach, das sollte reichen. Okay. Dann müssen wir wohl doch nochmal kurz mit Tucker quatschen. Vielleicht gehen wir dann die Mission mit der Dame. Ne, Tucker war hier. Ah, meine Dame, machst du aber hübsch. Oh, bäh. Okay, ich mach nicht so grimmig dabei an. Los, zurück an die Arbeit. Ich will das nicht nochmal sagen. Na los, an die Arbeit. Hey, nein, nicht. Was haben wir denn hier? Ich arbeite hier schon. Okay. Scheiße. Oh, ich Gott. Sagen, hab ich Vertrauen oder nicht? Was? Kein Job verfügbar. Okay. Schade. Wie läuft's? Ich schau mich nochmal um. Warum? Ja, Alter, sei niemals vor dem Biker und bei einer Straße. Soweit. Nee, da haben wir das. Brauchen wir nicht. Hörst du mich? Gut, warum liegst du nicht zum Teufel noch mal im Bett? Ich konnte nicht schlafen. Weißt du noch, was ich sagte? Unten im Tunnel. Geh da nicht rauf, Dick. Das macht dich noch verrückt. Usa, ich... Okay, ich geh da rauf, weil da oben Freaks sind. Mir ist egal, wo ich sie umlege. Kopfgeld ist Kopfgeld. Wozu dann all die Tulpen, hä? Hab sie gesehen, hier auf dem Tisch. Heute Morgen. Dieselben wie bei eurer Hochzeit.
Ich weiß es noch. Ich werde... Boozer, ruh dich aus, okay? Ich muss los. Dicken Ende. Und das sind keine Tulpen, Boozer. Das ist Mauerpfeffer. Job für dich. Hey Tucker, okay, ich komme sobald es geht. Dicken Ende. Hä? Ein Hirsch läuft über die Straße. Vor 2 Jahren wäre der plattgewalzt worden. Was haben wir denn jetzt hier? Tucker, an Deacon St. John. Na, wie viele Düster habt ihr heute schon gekannt? Ja? Ich habe mit Alpei gesprochen. Ich auch so. Und ein paar andere. Ich weiß, dass du unser Camp unterstützt. Ich wollte mich nur bedanken. Deacon St. John. Hier ist Tucker. Wie gesagt, ich habe Boozers hübsches Gesicht schon ein paar Tage nicht gesehen. Ist er wirklich okay? Hier ist Deacon. Boozer geht's gut. Ja, ich sag ja, er hatte viel zu tun. Er macht sicher Besorgungen für dieses Arschloch, Marco. Ich habe das Gefühl, er mag mich nicht. Boozer, mein Wie ich schon sagte, ich bin nicht seine Mama. Deacon Ende. Okay, kann man wenigstens hier... Kann man hier wenigstens noch einen Nahkampf rausholen. Halt durch. Hey, hier draußen ist es nicht sicher. Ich weiß, wo ein Camp ist. Hä? Sehen die auch wie der andere? Ja, ja. Wo? Zeig's mir. Wo? Wo denn? Okay. Ja, kommt wieder mal. Hinten beim Bellnam-Krater. Das Hot Springs Lager. Rede mit Alkai Turner. Erster Sicherheitschef. Ich war erledigt, verdammt. Ehrlich. Vielen, vielen Dank.
Mann. Oh, viel Spaß. Deacon St. John. Halt den Kopf unten und lauf. Ich hoffe, du kannst gut buddeln. Gut, also die Flinte hat jetzt nicht so viel Munition, finde ich. Natürlich schon weniger geil. Einer. Heute wäre halt echt Munition wieder fürs Gewehr. Das ist aber echt scheiße. September. Gut, das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Scheiße Flasche, ey. Hm.
wir hier ran? Ah, hallo. Okay, mit dem Puma finde ich ja nicht so geil, ne? Mindestens 3 Schuss. Das wird schon wieder. Willst du hier draußen sterben? Pass auf, da ist ein Camp. Camp? Wo? Wo ist? Zeig's mir. Ich werde hingehen. Hinten beim Belknap-Krater. Das Hot Springs-Lager. Rede mit Alkai Turner. Er ist der Sicherheitschef. Oh, ich war so gut wie tot. Verdammte Scheiße, Mann. Vielen Dank, oh Mann. Sag ihnen, es war St. John, Deacon. Die kennen mich. Nicht anhalten, bleib in Deckung. Und doch schon mal die passenden Handschuhe. Okay, dass ich die Fallen jetzt nicht mitnehmen kann, finde ich blöd. Also hier haben wir doch Fallen. War das nicht das Haus, wo abgeschlossen war? Mann. Nein. Guck mal, das wird aber gehen. Immer gut.
Gold hier. Das läuft doch. Nicey. Speichern und dann Feuer. Wir tun es bei dir doch. Ich soll noch ein Stückchen bis dahin. Fertig. So, yep, weg damit. Du müsstest ja wenigstens hier noch offen sein. Also, die Auto. Wieder war ich ein Arsch, hast du wieder hingeschoben. Okay, wo ist dieser Wichser? Da war doch was. Nicht weg, Sky. Du lauerst heute keinen Drifter mehr auf. So. Baum. So, und hier ist es irgendwo ein Fahrzeichen gewesen. Oh! Wollte ich gar nicht. Ich wusste jetzt nicht, was er macht. Jo, nö, keine Ahnung. Tschüss. Robert braucht ihr lange mit seiner Ausdauer. Echt? Achso, das stand. Hier kann man.
Krepelt. Wir haben keine Bäume mehr gesehen, ne? Wichser hier. Ich krieg das schon hin. Los geht's. Gut, dass es hier war. Da nicht. Danke. Ah, fuck. Halt auch da. Die haben uns halt gut dran gekriegt. Keine Sorge, Alvarez. Ich überlasse dich nicht den Freaks. Ruhe in Frieden. Sie kriegen dich nicht. Werden wir sehen. Ja. Oh. Dabei. Hi, da ist er. Hörst du mich? Ja, Dick. Ich hab's geregelt. Was mit Alvarez? Danke, Bruder. Sie hätte dasselbe getan. Das hätte sie. Dicken Ende. So viel gebracht, ne? Okay.
Okay, hier müssen wir noch einen auslöschen. Okay, aber wo hier? Räume alle. Okay, machen wir das so. Mach das doch nicht. Ja, schön. Schön. Ja. Okay. Unbedingt mehr Munition. Und mehr Ausdauer. Das dürfen wir so haben, ne? Jo. Wunderbar. Doten haben wir auch noch. Was haben wir denn hier? Jo, können wir machen. Dann schauen wir uns das mal an. Dann können wir noch vielleicht andere Nester noch machen.
Baustelle gesehen. Gut, Leute. Ich würde sagen, das war's wieder für heute. Wir sehen uns morgen wieder, wo wir denn wahrscheinlich zu einem Erinnerungsort uns und unserer Frau gelangen. Und bleibt erfahren, denn was in der Zeit jetzt passiert ist. Aber eigentlich wollten die zwei sie ja dann suchen. Nachdem Busas Feinde, ich habe meinen Weihnachtsplatz, ja, gesundet ist, und dann wollten sie eigentlich zu dieser Nährstation. Aber scheinbar sind sie da nicht hin. Oder sind dahin und die sind überrannt oder was auch immer. Ja. Ich lasse mich überraschen. Wir werden es wahrscheinlich vielleicht morgen sehen. Und dann mache ich schnell Schluss, damit wir schnell wieder morgen da sind. Bis dann. Ciao, ciao.